Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. So, wir wollen jetzt die Zeremonie starten. Sada kriegt schlechte Laune. Machen wir nach dem Todesschlaf. Es tut mir leid. Aber es wird diese Folge passieren. Das sage ich jetzt. Die Folge wird erst beendet, wenn wir Sadas Aufstieg gefeiert haben. Nicht früher. Und dann könnt ihr verhungern wie ihr Wald, ihr Tiere. Wieso sind hier immer noch so viele Pferde? Wieso werden die nicht Auto weggeschlachtet? Pferde. 4, 4, 2, 4. Ach so, weil 21 davon trächtig sind. Okay. Die Pferde sind auch nur am Rattern, ne? Am Knattern. Hier, die Tiere hungern. Weiß zwar nicht, warum die hungern, da ist doch voll viel drin. Alter, wir haben mehr Fleisch als Dings. Das heißt, wir setzen den auf jeden Fall wieder auf niedrig. Da wird ein Tier geboren und dann wird's weggeschlachtet. So sah da wie lang noch? Das nächste Mal haben wir da 18 Beschleuniger rein oder so. Nein, so viele jetzt auch wieder nicht. So, ist es das Herz? Immer noch nicht. Aber dann haben wir die Ohren fast durch. Na gut, ich glaube, das Herz wird das nächste Mal gebaut, wenn alles durch ist. Ich irgendwas pausiere. Ah, okay. Oder Entgiftungslungen. Boah, die sind aber teuer, ne? Die Entgiftungslungen, die sind nochmal teuer. Wie viel ist die Kataphratenrüstung? Okay, Prestige, die Kataphratenrüstung kommt als letztes. Sada mit dem Samurai-Helm. Hatte die den nicht sowieso eigentlich immer aufgehabt? Wieso hat Don Cravallo den jetzt auf einmal auf? Vielleicht hat Sada irgendwann den abgelegt, dann wurde der repariert und dann hat Don Cravallo sich den angezogen. Bitte mitschätzen. So sah da aufstehen. Oh, sind schon beide Ohren durch? Was Sache, für wen waren die? Für Proleti? Und danach ist nur noch Avia dran. Eine Frohnatur.
Mir kommt das irgendwie so vor, hier sind jetzt total viele Leute, die nicht mehr schlafen, ne? Aber irgendwie kommt mir das immer noch so vor, als würden die schlafen, weil irgendwie geht's nicht voran, habe ich das Gefühl. Aber er dürfte nie schlafen. Ja gut, im Prinzip hängt sie gerade nur im Steinbruch, ne? Aber weil sie kein Handwerk kann. Ja, nur Prolet und Saga schlafen. So, Sada, wie lang noch? Wir wollen deine Zeremonie feiern. 1,6 Tage. Bis dahin ist Prolet auch wieder fit. Genau, baut nochmal ein paar Hightech-Bauteile. Ich hab's auch schon aufgegeben, Bloody zu bekehren, ne? Wenn ich da nicht permanent dran bin. Ach, der verbraucht auch Blut. Auch richtig viel, habe ich gerade gesehen. Gut. Weil gerade alles aufgefüllt wurde, ne? Alle verbrauchen Blut. Außer die beiden. Ich kann aber, glaube ich, eh nur einen 20er Stack mitnehmen, ne? Was macht die Jo eigentlich gerade? Weil hier wird nicht weitergearbeitet. Baden. Ja, der kommt jetzt eh, um noch ein Ohr herzustellen. Vielleicht will der denen eine Chance geben, dass der direkt das Herz herstellen kann. Weil ich das eben gesagt habe, da muss der natürlich was gegen tun. Aber Bambi war zu langsam. Wir könnten vielleicht die Bauteile pausieren. Pausieren bis 40 oder so. Aber dann sind die eine ganze Zeit lang gar keine Bauteile am Bauen. So kommen wir wenigstens irgendwie weiter, auch wenn natürlich jetzt dann eher durcheinander hergestellt wird. Ich meine, hätten wir guten Ruf bei irgendwem, dann könnten wir natürlich auch einen Händler rufen. Vladi macht sich an Joran. Aber gut, es sind nicht mehr viele Ohren, ne? Nur noch zwei. Noch einen Tag. Vielleicht wird es ja diesmal was. Jo ist da nämlich gerade an der Sache dran. Ich meine, Bambi. Jetzt aber da Jo weitermacht, eher schwierig. Oh, da hilft Jo lieber. Gut, es gibt keine Helme mehr zum Bauen. Die anderen brauchen alle mehr. Was?
Also das geht ja gar nicht. Das muss jetzt aber mal dringend weggetragen werden. Wenn hier jetzt das ganze Pferdefleisch weggammelt, das wäre ja ultra die Verschwendung. Und warum liegen hier... verrottende Tiere. Hier sind auch noch Kartoffeln. Gut, die Kartoffeln halten zumindest relativ lang. So viel Fleisch. So, dann haben wir die auch erhöht. Zwölf Stunden noch. Und das letzte bionische Ohr. Wenn Sana noch länger braucht, kriegt Arvia zuerst ihre Ohren. Ich finde irgendwie, das ist mir vorher nie so aufgefallen, ne? Aber dieses Muster hier von dem geglätteten Schiefer, das dann so in den geglätteten Marmor reingeht, finde ich irgendwie ziemlich cool. Und dann sagt ihr, geglätteter Boden ist kacke. Oh, wie cool das aussieht. Raumübergreifend. Und die Wände davon auch eingetroffen. Ne? Kommt direkt Besuchergruppe, die darf direkt mit hier zur Dings, wenn Sada jetzt aufsteht.
3 Stunden. Dürfen die direkt bleiben? Party hard! Ja, wir machen schon mal eine Vorparty im Thronsaal. Da wird schon mal das wird schon mal Probe geübt. Ja, das ist, Sada ist ja noch nicht dabei. Das heißt, die üben jetzt schon mal die Party, die sie dann schmeißen, wenn Sada wieder kommt. Nur Sada kann irgendwie in den... Was ist hier los? Kommt jetzt Sada hier direkt rein. Was ist hier los? Was macht ihr hier? Das ist mein Thronsaal. Und dann hauen alle ganz schnell ab. Und Sada muss nochmal demonstrieren. Mein Thronsaal. Da hat hier keiner was drin verloren. Ja, so läuft das. Oh. Den würde ich gern mitnehmen, tatsächlich. Als 7. Item. Dann können wir direkt ganz am Anfang Geothermal-Energie freischalten. Und wir hätten 11 Hightech-Bauteile. Die jetzt natürlich das hier schon stark beschleunigen können. Oh, bionisches Herz. Aber. Dann wird ein Cluster hier landen. Von dieser Größe. 5 Raupen. 2 Abfackler. Gut, die Abfackler. Ein Lancer, 3 Militor, 3 Pikiniere, 1 Schnitter, 2 Tresore, 1 Automörser. 1 Mech-Fabrik, 2 Auto. Wir haben schon Schwierigeres gehabt. Wir hatten schon mal 2 Cluster, ne? Das ist jetzt ein Cluster. Aber die werden angreifen, sobald wir das machen. Ich will den Tech-Prof. Bin gar nicht so weit weg. Ja, an eurer Stelle würde ich jetzt auch gehen. Alle Mann rein. Mörser steht auf HE. Auf Brand switchen wir auf HE. Switchen wir auf HE. Du bleibst auf EMP. Lau. Bemanne Mörser. Don Cravallo. Bemanne Mörser. Sada. Bemanne Mörser. Oh, Moment. Die Mörser nicht auf mich schießen. Naja, ich find's gut, dass die nicht kommen. Dann können wir die ganz schön bombardieren. Ich hätte gedacht, die stürmen direkt in meine Basis. Oh, wenn die alle so auf den Haufen machen, dann können wir auf jeden Fall gut treffen.
So, der Automörser ist weg. Sehr schön. Was bringen eigentlich die Dinger? Einfach mehr Gegner, glaube ich, ne? Boah, ja, schön. Schöner Treffer. Oh, schön. Wir bomben zwar viele Ressourcen weg, weil die Leichen gehen ja kaputt. Aber die sind ja auch nicht ohne, ne? Ich dachte echt, die marschieren mir jetzt hier hoch und greifen mich an. So, aber wenn wir schon mal dabei sind... Avia. Avia bekommt jetzt die letzten bionischen Ohren links und rechts. So, während Avia nicht zuhört, weil sie jetzt betäubt wurde... Verraten wir natürlich nicht. Kriegt sie jetzt direkt das bionische Herz hinterher. Na, Avia ist ja betäubt. Kriegt Avia nicht mit. Prolet? Auf keinen Fall. Das kannst du dir in... Prolet? Auf keinen Fall. Jack Black oder Bambi? Einer von beiden. Gucken, ob Avia es merkt. Ein Bauteil haben wir verloren. Wobei, es war die Prestige Marine. War ein Bauteil. Der Rest ist jetzt nicht so wichtig. So, haben wir wieder Granaten? Ein paar. Ich habe eine andere Idee tatsächlich. Aber jetzt haben wir die schon so bearbeitet. Ich habe überlegt, wir können doch das orbitale Zielgerät mal ausprobieren. Aber die haben auch eine riesen Range. Heben wir uns vielleicht echt für einen Angriff auf, der gefährlich für uns ist.
Puh. Puh. Wupp. 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 Da sind halt noch so viele Raupen, ne? Musste Lau zurückweisen. Oh, meditiert am großen Anima-Baum. Wieder 2000 Stoff. Guck mal, ich bin nett. Meditationsplatz fehlt. Zählt der Thron nicht als Meditationsplatz? Ich dachte eigentlich, dass der Thron als Meditationsplatz zählt. Befriedigt Titel Akolytin. Ist der so schlecht? Ja, solange wir die Basis nicht verlassen, aber dann kriegen wir die Belohnung auch nicht. Sie hat jetzt einen Thron, zählt aber nicht. Interessant. Es sind wirklich nur noch die Raupen da, ne?
Och nö. Die da oben sind, ist, interessiert mich das eigentlich gar nicht. Vielleicht lassen wir die einfach leben, so. Die zerstören ja auch gar nicht meine Gebäude oder so. Und die sind auch noch relativ weit weg. Schon gern vernichten. Muss ich ja auch, wenn ich das Teil mitnehmen will. Scheiße, hat jetzt irgendeiner die Prestige-Rüstung angezogen oder ist die noch nicht fertig? Die ist immer noch nicht fertig? Ey, Alter, die braucht aber echt lang. Wer hätte gedacht, dass das so lang dauert? Ich denke, es wäre schneller gewesen, wenn wir unsere Leute runtergesteckt hätten, aber es wäre natürlich auch viel gefährlicher. Aber viele Treffer dürften eigentlich nicht mehr aushalten.
Das dauert mir zu lang. Die sind jetzt vielleicht bei einem Treffer tot, aber das dauert mir einfach zu lang. Sonst geht die Folge noch 100 Jahre. Wir werden den aber auf die Gebäude hier legen. Vielleicht auch nicht. Guck mal, wir haben eine Ruine. Einmal bitte den Glittertech-Schildgürtel wieder anziehen. Was? Hochzeitszeremonie? Feiern die Hochzeit, während ein orbitales Bombardement stattfindet. Micha geht wieder. Im Thronsaal hat Sada extra zur Verfügung gestellt. Und die saßen sogar zusammen auf einem Sessel. Es geht los. Und Jack Black und Micha. Und sie heiraten. Es geht los. Der Bot. Ah, Bloody ist auch endlich eingetroffen. Avi hat sich auch noch im letzten Moment zur Party ist auch noch erschienen. Was haben die alles für Rucksäcke auf? Rauchrucksack. So, wie lange geht die Party noch? Glückwunsch! Dass die doch so lang noch überlebt haben, ne? Hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Okay, wir machen noch einmal Bombenkommando, ja? Und wenn das dann nicht geht, dann gehen wir zu Fuß rein. Sehr schön. Nochmal ein orbitales Bombardement.
Gut, 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 gut. Gut. Alle Mann. Yay! Endlich! Das heißt, wir haben direkt den Superkern, den wir mitnehmen wollten. Nice! So, wenn die sich jetzt alle erholt haben... Shit, ich habe tatsächlich die letzte Supermedizin benutzt. Aber gut, die Herzen sind ja durch. Aber dass die Prestige-Marine-Rüstung tatsächlich so Jahrhunderte dauert. Nur für Sada. Übrigens, ihr könnt wieder rausgehen, ne? Ja, die sind gar nicht so schwer verletzt. Können alle noch gehen, dann kann ja die Zeremonie stattfinden. Keine Ahnung, warum da eine Tonne Plastall rumliegt. Aber wir machen jetzt die Titelzeremonie. Und dann egal, auch wenn es draußen ist, wir ziehen es jetzt durch. Shit, ich habe vergessen, den hier wegzumachen. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Oh ja. Beginne Zeremonie. Raumeindruck ist auf jeden Fall erreicht. Starten wir.
Kommt, Leute, alle Mann. Das ist ein besonderes Ereignis. Ich hätte die vorher holen sollen. Yay, grandiose Zeremonie. Grandios. Zwei Ehre als Zeichen des Respekts. Ach, Zuschauer, wer ist nicht gekommen? Irgendeiner ist nicht gekommen. Wir haben nur 9 Zuschauer. Alter, wir können direkt Akolytentitel machen. Das ist ja ein Adelstitel, also Thron. Komm, wir machen direkt nächste. Komm, direkt nächste. Wir holen auch direkt alle Mann. Dass wir diesmal nicht so lange warten müssen. Man muss ja jetzt die Leute zu ihrem Glück zwingen. Guck dir hier diese lahmen Backen an. Meinen nur, weil die verletzt sind, hier Zeit schinden zu können. Auf geht's. Alle Mann direkt da. Vorm Thron. Direkt Akolyt. Komm, auch grandios. Aber wollten die sich alle jetzt hier einen trinken? Ehrenhaft. Ehrenhaft, der war nicht grandios. Aber auch 2 Ehre bekommen. Nice. Umhang, formelles Hemd, Damenhut, Barett. Alle Feuerschalen müssen keine Arbeitsstätten, keine Betten, keine Altäre, keine Biotech-Bauteile, Raumgröße. Bodenbelag, Doppelbett, keine Arbeitsplätze, keine Biotech. Ist der Thronsaal würdig? Ist das Schlafgemach würdig? Ermächtigung wäre Stahlabwurf, Nahrungsmittelabwurf, Ehre kostet, wenn Ablegezeit 4. ...250 Stahl, 20 Überlebensration, Arbeiterteam, 4 Gastarbeiter für 4 Tage. Einfache Soldaten rufen.
Ich habe 3 Ehre. Ich glaube, wir könnten sowas für Notfälle tatsächlich machen, wenn wir keine Nahrung haben. Deswegen machen wir mal einen Nahrungsmittelabwurf. So, wie macht ihr Hilfe anfordern? Aha. Gut zu wissen. Was braucht Sada für den nächsten Titel? Ist jetzt Akolytin 3. Sada reinigt nicht mehr. Als nächstes wäre Ritter. 21 Ehre insgesamt. Wir sind jetzt bei 3, das heißt, wir brauchen dann wieder 8. Verbietet der Ritter denn bestimmte Arbeit? Einfache Arbeit. Irgendwann arbeitet Sada gar nicht mehr. Dann ist ja das alles zu hoch. Ne? Das kann sie nicht mehr machen, weil das ist dann nur noch für Gesindel. Ich denke, dass ihr Schlafgemach und ihr Thronsaal in Ordnung sind. Feuerschalen, also wir haben Bodenbelag. Ja, die Größe ist da. Ich frag mich, ob die komplett Bodenbelag zählt oder nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir Teppich und geglätteten Boden. Sada hat eine gruselige Atmung. Starf Raider Sada. Wir haben Feuerschalen, mehr als 2. Alle Feuerschalen brennen. Keine Arbeitsstätten, ja. Keine Betten, ja. Keine Altäre, ja. Keine Biotech. Okay, sie darf auch noch einfache Mahlzeiten essen. Aber dass die jetzt auch hier bestimmte Sachen nicht mehr essen dürfen, da müssen wir ein bisschen drauf achten. Will Akolyten spezielle Kleidung? In der Rüstung sind wir dann. Das heißt, ein formelles Hemd. Ein formelles Hemd. Jetzt müssen wir für Sada ein extra Ding machen. Sada. Outfit erstellen. Sada. Erstmal alles verbieten. Keine verunreinigte. Normal bis legendär. 60. Kopfbedeckung. Array-Headset. So adlige Kleidung.
so Rüstungen. Prestige-Rüstungen. Prestige-Rüstungen. Und MacLord. Ich würde sagen, eine Psycho-Schock-Lanze ist okay. Ein Schildrucksack. Berserker-Lanze ist von mir aus auch okay. Ein Rauchrucksack. Bei divers. Im Prinzip eine Hose. Weil alles andere ist ja unter adlige Kleidung. Hier ist ja keine Hose mit bei. Kopfbedeckung ist mit bei. Hier ist halt auch keine, ja doch, Umhang, ne? So, dann einmal Sada. Also sie kriegt das formelle Hemd. Umhang. Barett kriegt sie nicht oder den Damenhut. Formelles Hemd. Drei, ganz nach oben. Hey, jo. Kurz Zeit. Oh, die haben hier Stahl gefunden. Bei Sada den, na, nee, da haben wir ja die Rüstung, also mache ich jetzt auch keinen Damenhut da rein.
Wieso hat Sada das schon angezogen? Ja. Ist dabei. Aber gut, dann würde ich sagen, war es das jetzt auch für diese Folge. Wir haben, sind sogar zwei Titel aufgestiegen. Jetzt ist Sada Akolyt. Die Prestige-Rüstung hat jetzt aber echt ewig gedauert und ist immer noch nicht fertig. Aber danach wird es ja wieder was schneller gehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.